Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man seine Tolibox einrichten und somit am PC bzw. auch am Handy richtig installieren kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich zeige es zur besseren Veranschaulichung mal am PC, aber natürlich funktioniert das Ganze am Handy bzw. Tablet nahezu identisch. Und zuerst mal sollten wir in einem beliebigen Browser, in meinem Fall Google Chrome, auf die Webseite meine.tonis.de/setup gehen. Bevor es losgeht, benötigen wir aber auf jeden Fall ein WLAN in unserer Nähe und der PC sollte nicht mit einem LAN-Kabel verbunden sein. Außerdem sollten wir unsere Tonibox mal auf die angeschlossene Ladestation stellen. In meinem Fall habe ich das auch schon gemacht und danach benötigen wir einfach noch ein Toni-Konto, was ich jetzt auch erstellen werde. Hierfür müssen wir zuerst mal unseren Vornamen, Nachnamen, eine E-Mail-Adresse, auf die wir natürlich auch Zugriff haben und dann ein beliebiges Passwort eingeben. Das sollten wir natürlich auch nicht vergessen bzw. uns irgendwo aufschreiben und dann hier unten noch einen Haken auf Nutzungsbedingungen gelesen, Datenschutzbestimmungen gelesen und dann können wir uns auch schon registrieren, da wir den Toni-Newsletter jetzt einfach nicht haben möchten. Nun haben wir es auch schon fast geschafft und wir müssen noch unsere E-Mail-Adresse bestätigen. Hierfür einfach mal bei der E-Mail-Adresse reinschauen, deine Registrierung abschließen, habe ich also eine E-Mail schon bekommen und ich klicke mal auf den Link Toni-Konto freischalten. Mein Toni-Konto wurde also erfolgreich erstellt, weswegen ich mal hier unten auf zu My Tonis klicke. Und im nächsten Schritt sollen wir mal noch unsere Tonibox-ID eingeben. Wie wir sehen können, das Ganze befindet sich auf der Unterseite von der Tonibox, weswegen ich diese mal umgedreht habe. Und hier unten ist dann auch schon dieser kleine Code. Den habe ich mir mal kopiert, füge ihn jetzt ein und dann klicke ich auf Prima und weiter geht's. Meine Tonibox wurde auf jeden Fall gefunden und nun kann ich auch noch einen beliebigen Namen hier unten eingeben. Ich nenne sie einfach mal Lias Tonibox nach unserer Tochter und dann klicke ich hier unten mal auf Weiter geht's. Als nächstes müssen wir mal unsere WLAN-Verbindung vorbereiten und hierfür sollen wir einfach mal beide Ohren gleichzeitig für circa 5 Sekunden lang drücken. Bis wir ein Signal hören und die LED hier auch schon blau blinkt. Nach circa 20 Sekunden hören wir wieder ein Signal. Und da wir unser Audiosignal zweimal gehört haben, klicke ich auf Dann starte durch. Die Tonibox hat nun ein eigenes WLAN mit diesem Namen erstellt und damit müssen wir uns nun mit unserem Gerät verbinden. Hierfür beim PC normalerweise rechts unten einmal auf das entsprechende WLAN-Symbol klicken und nach kurzem Warten sollte auch schon der Name auftauchen. Falls er bei dir nicht auftaucht, dann am besten mal hier unten auf den Link draufklicken, denn da sind noch einige Tipps, wie es doch klappen kann und im Notfall aber trotzdem einfach mal den Kundensupport anschreiben. Die sind hier normalerweise auch sehr hilfreich. Wenn es aber funktioniert hat, einfach mal auf das WLAN-Netzwerk draufklicken, auf Verbinden, wir brauchen dazu auch kein Passwort und dann sollte das Ganze auch schon automatisch weitergehen. Nach kurzem Warten hat er sich auch schon verbunden, weswegen ich mal auf den Button Weiter geht's draufklicke. Und im nächsten Schritt müssen wir noch unsere Tonibox mit unserem WLAN verbinden. In meinem Fall Luigi's Hood. Luigi ist übrigens unsere Katze. Und hier unten einfach mal das Passwort vom WLAN eingeben. Das befindet sich normalerweise auch auf der Rückseite von unserem Router. Wenn alles passt, dann auf Tonibox verbinden klicken. Oh ja! Jetzt bin ich bereit für die Tonis. Viel Spaß! Und wir konnten es anhand der Tonibox-Stimme gut erkennen und vor allem natürlich auch an dieser Seite, dass wir die Verbindung erfolgreich hergestellt haben, weswegen wir auch unsere Tonibox schon richtig eingerichtet haben. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens eine neue Tonibox, weitere Figuren, solche Kopfhörer oder auch eine personalisierte Schutzfolie zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.